Leute, weiter geht's mit Let's Play Plants vs. Zombies 2. It's about time. Wir haben neue Nachrichten. So, hä? Oh, okay. Na, die Nachrichten wurden offenbar mal gelöscht, sodass nur noch die aktuellste angezeigt wird. Aufgepasst, PvZ2-Enthusiasten. In unserem neuesten Update könnt ihr die Früchte unserer Arbeit bewundern. Mehr Arena-Seasons mit haufenweise Saisonpreisen. Eine eurer Lieblingspflanzen erhält ein erschreckendes Upgrade. Meldet euch an, um zu sehen, welches ist. Pinata-Partys, Arena-Turniere und epische Aufträge. Körperweise Fixes und Verbesserungen hinter den Kulissen. Danke fürs Spielen. Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber ich habe mir das Update noch nicht heruntergeladen, oder? Ich wäre aktuell. Okay. Nein, das sind die Nachrichten. Zengarten. Da passt noch alles, okay. Dann sehen wir mal nach, was es im Shop Neues gibt. Es gibt neue Kostüme für den Triplinator und die Feldrübe. Wir können uns beide nicht leisten, aber die Feldrübe nachher. Und was haben wir hier? Das Seerosenblatt, der Mangoldmangler und das AKEE. In Anbetracht, dass wir als nächstes, glaube ich, oder als übernächstes die Endoszone bei meinem Riesenwellenstrand haben, würde ich mir gerne das Seerosenblatt kaufen. Danach das AKE und dann den Mangoldmangler. Aber naja. Jetzt machen wir erst einmal auf der nächsten Mixtape-Tour weiter. Neue epische Aufträge. So. Greatest Hits. So Leute, ich habe auch ein bisschen Recherche betrieben, um zu sehen, woran es liegt, dass ich dauernd verliere. Geil! Ich habe so gehofft, ich krieg sie, denn ich habe mir eine Strategie überlegt. Essentiell dabei war die Mondblume. Wie ich doch gewinnen kann und was mein Problem ist. Mein Problem ist nämlich, dass ich immer zu wenig Sonnen habe. Oh, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Und deswegen, also wenn ich die Schatten, bei den Feuererbsenkanonen, die Folge habe ich noch nicht hochgeladen, aber bei den Schattenerbsenkanonen, da war mein Problem, dass ich zu wenig Sonnen hatte. Und dieses Problem möchte ich jetzt anders in den Griff kriegen. Indem ich jetzt immer eine komplette Reihe Mondblumen sammle, auch wenn wir die Schattenerbsenkanonen bekommen. Und das wird hoffentlich dann auch reichen. Ich hab tatsächlich auch im Internet nachgesehen, welche Strategien es gegen den Gargantua gibt. Es gibt keine, Leute. Das ist einfach, naja, blöd. Aber es gibt keine Pflanze, die ihn effektiv kontert. Die einzige Möglichkeit. Ich habe aber ein paar Strategien durchgelesen. Eine Strategie war, drei Sonnenpflanzen mitzunehmen: den Sonnenpilz, die Sonnenblume und die Doppelsonnenblume. Und dann einfach permanent nur Sonnenpflanzen. Alles voll mit Sonnen machen. Und dann Wintermelonen mitnehmen. Dadurch, dass man so viel Sonnenpflanzen hat. Hat man Wintermelonen, die sich um die ganzen Zombies kümmern, auch um die Gargantuas. Und na, das ist mir gerade ein bisschen blöd. Und man kann die Sonnenpflanzen werden dann benutzt als Schutzschild sozusagen. Dann pflanzt alles voll. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt habe ich zwar einen Spezialdünger benutzen müssen, aber egal. Wobei ich glaube, ich hätte ihn nicht mehr benutzen müssen. Das Gerät ist ja gerade kaputt gegangen, der eine Zombie auch fast. Ich glaube, es hätte tatsächlich auch gereicht. Aber es war Level 1, also der Spezialdünger war nicht so schlimm, dass wir ihn verloren haben.
Geil, die Uhrzeitkartoffelmine als nächstes. Ha! Wir kriegen jetzt lauter geile Pflanzen, Leute. Das wird so toll. Ja, oh, und ich liebe diese Musik. Den lassen wir durchlaufen, Leute. Und wie langsam er läuft, das ist sehr angenehm. Den Wicht lassen wir nicht durchlaufen. Um den kümmern wir uns auch. So, machen wir gleich mal auch ein bisschen Verteidigung. Genügend Sonnen sollten wir ja kriegen. So. Sehr schön. Und geschafft. Nein. Das soll weg. Was kriegen wir jetzt? Die Uhrzeitwalnuss. Geil, Leute. Wir kriegen die geilsten Pflanzen gleich zu Beginn. So, mit dem Spezialdünger warte ich noch ein bisschen. Ich könnte ihn jetzt... Wobei, ich glaube, ich brauche... Ach, doch, wir nehmen ihn jetzt, ja. So, da kommst du wieder hin. Sehr schön. Schade, dass die Musik schon wieder fehlt. Oh, da ist er leider vorbei. Sehr schön, wie viel Sonnen wir haben. Unsere Verteidigung steht. Was, ist einfach drüber gefahren? Das ist ja blöd. Naja. So, der hat seinen Kopf verloren. Spezialdünger! Nochmal Spezialdünger! Ach, da kriegen wir ja gleich nochmal! Super ist das. Unsere Verteidigung ist maximiert. Nochmal Spezialdünger. So.
So, jetzt können wir eigentlich nichts mehr machen, außer selbst noch hier Uhrzeitkartoffelminen zu setzen. So, welche Pflanze erhalten wir jetzt? Dann nehmen wir den roten Stachler mit. Der ist eine bessere Variante als die Erbsenkanone. Los geht's. Ah, ich liebe diese Musik. Ich muss das eigentlich fast jedes Mal wieder sagen. So, jetzt können wir der hier gleich Spezialdünger geben. Hierher. Wunderbar. Der rote Stachel ist verstärkt, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist super. Dann heben wir uns den erstmal noch auf und platzieren stattdessen erstmal hier ein bisschen. So, jetzt. Weg mit dir. Weg mit dir. Eine Welle nur. Oder sind das zwei Wellen? Eine Welle. Da kriegen wir Spezialdinger. Okay, dann halt hier. Nochmal Spezialdinger. So, jetzt hier oben. Und wir haben es geschafft. Nächstes Level. Da nehmen wir mit die Doppelsonnenblume. So. Los geht's. So, jetzt darf ich die Pflanze für die Spezialdinge machen. Der kommt dort unten hin. Wunderbar. Pflanzen wir schon mal einen roten Stachler. Irgendwie fällt mir gerade auf, dass die Musik schon wieder fehlt. Richtig blöd. Naja. Du kommst da nicht mehr vorbei. Sehr schön. Die roten Stachler sind herrlich. Was? Da ist einer durchgekommen? Spezialdünger. Nochmal Spezialdünger. Und geschafft. Die oberen zwei Reihen sind komplett voll mit. Nein, das will ich nicht. Mit der Uhrzeitkartoffelmine gewesen.
Nächstes Level. Die Schattenerbsen kommen, alle Leute, wir haben sie! Nein, ich möchte die, glaube ich, unten platzieren. Los geht's! So. Wir machen jetzt eine komplette Reihe hier. Damit lösen wir auch das andere Problem. Wenn nämlich eine zerstört wird, sind noch die Umliegenden immer noch da. Den lasse ich hier durchgehen. Aber den Spezialdinger möchte ich jetzt noch nicht machen. So. Ich glaube, ich mache ihn jetzt bei der hier. Sehr schön. Wir kriegen jetzt nicht nur mehr Sonnen, also mehr Sonnen, sondern auch öfter Sonnen, also in besseren Intervallen. Und der Schaden ist nur bei den äußeren und der mittleren Reihe reduziert. Genau das ist eigentlich meine Taktik. Jetzt brauchen wir nur noch Hilfspflanzen. Na, geh doch endlich weg. So, wir brauchen Hilfspflanzen. Sowas wie das Schrumpfeilchen oder die Zwirbel. Oder die Intensivkarotte, die geht auch. Nehmen wir noch die mit und die, das sind billige Pflanzen, die man einfach so in den Weg stellen kann. Und das ist ein guter Vorteil. So, ich mache jetzt gleich hier speziell. Ich glaube, sie wollte gerade Sonnen geben und ich habe es verhindert. Mist, das hätte ich hier hin machen sollen. Nochmal Spezialdinger. Nein! So. Wunderbar. So mache ich das doch gerne. Nochmal Spezialdinger. Kommst hierher. Sehr schön. Nein. Nehmen wir den Sonnenpilz.
Die Sonne nämlich deshalb nicht, denn ich möchte die Pflanzen reduzieren, die wir kriegen können, damit wir, falls wir einen Rasenmäher verlieren, die Chance erhöht haben, ihn zurückzubekommen. Nein, ich möchte die tauschen und dann nehmen wir jetzt noch den Sonnenpilz mit und die Sonnenblume. Der Sonnenpilz ist billiger als die Walnuss und beide sind noch viel schneller aufgeladen. Was wir machen könnten, ist das hier. Das ist auch geil. So. Aber jetzt kommst du weg. Der Sonnenpilz ist auch richtig geil. Dass wir den jetzt genommen haben, ist toll. Spezialdünger, zweimal. Perfekt. Nochmal zweimal Spezialdinger. Und geschafft. Nächstes Level. Die Kartoffelmine. So, dann machen wir das jetzt. So, den Sonnenpilz möchte ich jetzt erstmal mitnehmen, solange wir keine noch bessere Strategie haben. So, dann. Ah. Ja, dann passt das so. Da muss ich jetzt noch ein bisschen warten. Ich warte noch mal ein bisschen. Aber jetzt. Ich glaube, die möchte ich auch gleich mal platzieren. Einfach mal hierher. Naja, eigentlich war das dumm, aber egal. Möchte ich nie mal. Die macht jetzt tatsächlich drei Leute. Geil! Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr kommt hier nicht vorbei. Wunderbar. Da oben habe ich nochmal Spezialdinger gesehen. So, jetzt machen wir gar nicht. Oh, oh.
Den Sonnenpilz habe ich ganz vergessen. Wir haben 2000 Sonnen. Also Sonnenprobleme haben wir keine mehr, Leute. Definitiv nicht. Hier möchte ich eigentlich nicht. Was hätten wir denn sonst noch? Ja, wir haben nur noch diese beiden, die ich wiederbeleben könnte. Nee, dann nicht. Dann nicht. Nächstes Level. Die Jalapeno. Die ist natürlich auch richtig geil. Und da wir keine Sonnenprobleme mehr haben, brauchen wir auch die Intensivkarotte nicht, glaube ich. Deswegen würde ich lieber die Jalapeno mitnehmen. Sehr schön. Wobei, aber die ist Level 6. Ich nehme vielleicht doch lieber die Intensivkarotte mit. Damit kann ich dann nämlich auch die Urzeitkartoffelminen, die vorne liegen, wiederbeleben. Und wir haben gleich mal ein bisschen Spezialdinger. Bei dem haben wir schon dafür gesorgt. So. Vier Wellen, Leute. Wir sind da fertig. Dann hat sie hier ein. Kommt man nicht mehr so gut durch. Oh, habe ich hier schon alle. Super, super, super. Ach, wenn sie explodieren, sind sie nicht gestorben, dann kann ich sie nicht wieder hinmachen. Ja, dann ist das aber. Dann ist die Sichtkarotte doch nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Alles weg. Sieht super aus. Da kriegen wir nochmal Spezialdinger. Ah, wo mache ich hier nach hinten? Und wieder Spezialdinger. Geschafft. Nächstes Level. Ich glaube, da möchte ich den Schattenlupfer mitnehmen. Wobei die Lavagor wäre auch eine tolle Idee gewesen. Oh, die Lavagor wäre eine tolle Idee gewesen. Naja. Dann machen wir das so, da brauchen wir die Intensivkarotte nicht. Oder? Die Intensivkarotte ist für Notfälle hammergeil.
Aber eben nur für Notfälle. Kriegen wir auch gleich den ersten Spezialdünger? Ich sollte vielleicht noch eine Wurzelkartoffelmine pflanzen. Sonnenprobleme haben wir definitiv keine mehr. Wir bekommen die Sonne auch relativ früh. Das ist sehr schön. Und das war's sogar auch schon. Nächstes Level. Nehmen wir die Erbsenhülse mit. Los geht's. Nimm erst die Mondblume wegen der Abklingzeit, damit die schneller vorbei ist. Kommt er. Und solange der jetzt durchläuft, solange kommen ja keine Zombies. Auch keine Gargantuas. Jetzt wären die ersten Gargantuas da und die wären aber verlangsamt. Halt, der war falsch. Der war falsch. Den muss ich entfernen. Und hier kann dann auch weg. Ich habe ihn offenbar nicht durchlaufen lassen. Was ein bisschen blöd ist, aber naja. War ein bisschen Fehlplanung. Sehr schön. Der Verteidigung. Wir können auch hier einfach mal eine Kartoffelmine benutzen. Aber ich glaube, Spezialdinge mache ich doch lieber bei der Urzeitkartoffelmine. Wurde gar nicht gesetzt. Okay. Sehr schön. Ich glaube, die haben nichts zu lachen. Nein, ich glaube, die haben gar nichts zu lachen. Geschafft. Die sind nicht mal zu den Kartoffelminen hingekommen. Nehmen wir den Magnetpilz mit. Los geht's. Ein erst Mondblume. So. Oh nein, das ist nicht gut.
So, das soll ihn eh nur aufhalten. Oh Mist, jetzt habe ich Missmanagement betrieben. Genau deswegen. Ich habe hier oben noch nichts. Das hatte ich ganz vergessen. Schon wieder. So, Moment mal kurz. So Leute, ich glaube, ich habe jetzt irgendwas verpasst. Aber egal. Geht schon weiter. Da kriegen wir den nächsten Spezialdünger da oben. Oh, der hat die Kartoffelmine weggemacht. Sehr schade. So, ich glaube, ich habe jetzt schon zweimal vergessen, hier vorne was zu setzen. Leute, die haben keine Chance. Nächstes Level. Nehmen wir den Duplinator mit. So. Los geht's! Mist, der kommt dort. Ich habe hier noch keine davon. So, hier mache ich mal den hier. Hier mache ich den hier. Sehr schön. Lol, weil sich die versteckt hatte, wurde sie gerettet. So. Oben fehlt noch einer. Sehr schön. Ich glaube, das sind die letzten. Ja, wir haben es geschafft. Nächstes Level. Nachtschatten. So, wir hatten jetzt öfters einfach nur Pech mit der Schattenerbsenkrone, dass die immer in der Linie kommen, in der ich sie bereits gepflanzt habe.
Ich hoffe, das passiert nicht allzu oft. Halt, nein, erst hier. So. Los geht's. Aber wir haben das auch gut hinbekommen. Trotzdem. Nicht schon wieder. Oh Mist. So, den lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Warum habe ich das nicht eher gemacht? Keine Ahnung. So, jetzt kommst du weg. War wohl schon ein bisschen zu stark angeknabbert. Ach, das war's eh schon? Nur noch die beiden? Ich baue trotzdem einfach normal weiter auf. Geschafft! Nächstes Level. Die Winterminze nehmen wir mit. Oh, jetzt kommt kein Gargantua. Das wird einfach. Los geht's. Da kommt einer. Sehr schön, dann... Lassen wir den hier einfach reinlaufen und platzieren erstmal hier ein. Ich hätte die Kartoffelmine wählen sollen. Kostet ja noch weniger Sonnen. Naja. Super. Wir halten uns vorerst mal die starke Sonnenproduktion. Aber ich glaube, wir brauchen sie gar nicht mehr. Deswegen kommst du jetzt weg. Super. Geschafft! Level 16! Nächstes Level. Nehmen wir das Cornerpult mit. Los geht's! Ich hätte eigentlich erst Spezialdinge machen sollen und dann beschleunigen. Naja. Da unten kommt einer. Das ist super. Das ist gerade nicht ganz so super. Ich hab dort noch gar keinen.
So. Der löst die Mini aus. Ach, die Mini zerstört! Okay, so. Du kommst weg. So, wir haben es einigermaßen in den Griff bekommen. Damit, dass der die Linie zerstört, damit hatte ich ja gar nicht gerechnet. Weg mit euch! Da fehlt eine Erbsenkanone. Schatz-Erbsenkanone. Sehr schön! So mag ich das. Level 17 geschafft. Nächstes Level. Nehmen wir die Urzeiterbsenkanone. So, ich bin zuversichtlich, Leute, dass wir es dieses Mal schaffen. Wir haben unser Sonnenproblem in den Griff bekommen und das Problem, dass die Schattenerbsenkanonen keine verlangsamen, also nicht mehr verstärkt sind, wenn die Mondblumen zerstört werden. Wir haben beides in den Griff bekommen. Mist. Der kommt ausgerechnet. Nein! Verdammt. Da noch gar nichts. Mist. Totaler Mist. Bereit? Mist, Mist. Wobei, die explodieren gleich. Die explodieren nicht. Wir haben es noch hinbekommen, Leute! Nächstes Level! Die Stinkeblüte nehmen wir mit. So. Vielleicht sollte ich mit den ersten Schatten... Ich sollte mit der ersten Schattenerbsenkanone warten, bis der erste Zombie aufgetaucht ist. Das wäre intelligent. Das mache ich. Ab sofort. Zombies. Come
wäre schon wieder hier aufgetaucht. So, die Zeit brauchen wir einfach, Leute. Super. Das habe ich ja schon alle. Sehr schön. Irgendwo kommt schon wieder einer. Da sind welche durch. Das ist super. Die sind weg. Das hätte ich nicht, den hätte ich nicht da hinsetzen sollen. Aber naja. So, der hier ist beschädigt. Wird der repariert. Hier ist endlich frei. Der hier ist fast hinüber. Der da oben ist hinüber. Sehr schön. Keine einzige Walnuss ist irgendwie beschädigt. Das gefällt mir. Nächstes Level. Die Lenkdistel. So, wo ist der Sonnenpilz? Da. Los geht's. Ah, diese Melodie ist herrlich, Leute. Ich krieg nicht genug von der. Da unten. Nein. Da unten haben wir eh noch nichts, aber hier oben. So. Wir haben unser Sonnenproblem im Griff, würde ich mal behaupten. Wir kriegen das Spezialdinger, sehr gut. Und das sind auch die letzten.
Oder das ist der letzte. Level 20 geschafft. Nächstes Level. Nehmen wir die Lava-Guave mit. Mir gefällt die Lava-Guave tatsächlich, würde mir besser gefallen als die Kartoffelmine. Deswegen nehmen wir lieber die mit. Los geht's. Auch wenn die Kartoffelmine billiger ist. Aber ihr habt es ja gesehen, wir haben später keine Sonnenprobleme mehr. 2000 Sonnen plus. Das ist gar kein Problem. Kommst hierher? Gleich ist er hinüber. Erst der hier. So, dann kommt hier. Wundervoll ist das. Wir haben es geschafft, Leute. Nächstes Level. Die Kokosnusskanone. Los geht's. So, wo tauchst du auf? Da oben. Das soll mir nur recht sein. Das ist gerade nicht ganz so gut. Noch können wir die da lassen. Nein, ich glaube, ich möchte sie weg haben. Schön. Schafft soweit. So, oben kriegen wir wenig Spezialdinger. Da fehlen ein paar Schattenjäpsenkanonen. Geschafft. Nächstes Level.
Die Unendnuss nehmen wir mit. Los geht's! Verdammt, das ist ein Wicht. Und der ist gleich dran. Irgendwo kommt jetzt einer. Da unten. Mist, das hat sie noch erwischt. Nein, es hat sie erwischt. Schade. Da fällt mir ein. Du kannst weg. Geschafft. Level 24 kommt jetzt, Leute. Nimm mir die Rotorrübe. Kein Gigantor. Das sollte einfach sein. Das sollte sehr einfach sein. Los geht's. Das war super. Warum ist der da? Machen wir den weg. Sehr schön. Haha, das ist doch toll. Nächstes Level. Nehmen wir den Endurian mit. So, jetzt ist, glaube ich, Level 25, oder? Das Level, in dem wir bisher immer verloren haben, hier.
Los geht's. Level 25. Dieses Mal werden wir es schaffen. Dieses Mal kriegst du uns nicht klein. Mist, da oben. Wir haben es geschafft, Leute! Unsere Verteidigung steht! Geschafft! Ja! So weit waren wir noch nie, Leute! Und jetzt werden wir es auch ganz schaffen! Die Feuerhexenkanone! Los geht's! Wir haben endlich unsere Taktik, Leute, mit der wir gewinnen können. Der ist da oben, unten. Wunderbar. Oh Mist. Es sind gerade ein bisschen viele. Mist. Das sind hier ein paar zu viele. In den Sonden haben wir leider auch ein bisschen zu früh verloren, aber wir haben es noch geschafft, Leute. Wir haben die Kurve noch gekriegt. Super. Yeah.
Okay, schon wieder einer. So, ich würde mal behaupten, da kommt keiner mehr durch. Aber sie geben sich alle Mühe. Geschafft! Jetzt kommt Level 27. Nimm mir die fette Beete mit. Wir haben mittlerweile so viele Pflanzen, dass ein Rasenmäher tatsächlich, sollten wir einen verlieren, sehr wahrscheinlich wird. Los geht's! Aber wir sind so weit gekommen, ohne einen Rasenmäher zu verlieren. Und das freut mich richtig. Nein, nein, ich hab da einen gesetzt, Mist. Das war so nicht beabsichtigt. Dann mache ich ihn weg und hol mir die Sonnen zurück. Teilweise zumindest. Nein! Ist super. Ach, das ist nur diese eine Welle? Die haben wir ja schon geschafft. Level 28. Die Tarnminze. Die Tarnminze, geil. Boah, ich würde die Tarnminze tatsächlich lieber haben als die Lavagrappe. Los geht's. Die Tarnminze ist mir lieber als die Lava-Guave. Oh, ich habe das Spezialding vergessen. Ich hoffe, das ist kein Fehler, das jetzt zu machen. Super, wir kommen gut voran, Leute. Ach, können wir da einen hinsetzen? So, dann kommen wir hier weg.
schön. Wir sparen uns damit auch ein bisschen Sonnen, wenn ich die Lava-Grave nicht dauernd setzen muss. Das ist ja auch was. Schon. Nur noch die beiden. Nur noch der eine. Das war's. Nur noch zwei Level, Leute. Nur noch zwei. Schrumpfeilchen nehmen wir mit. Los geht's. Die Tarnminze für Notfälle, falls sie irgendwo durchbrechen sollten. Die Gigantuas. Super. Nein, da nicht. Du kommst hier oben hin. Gleich ist es soweit. Ich brauche hier noch eine Schnäpsenkanone. So, jetzt können wir anfangen. Unserer Verteidigung. Und Sonnenproduktion. Wundervoll. Das sind die einzigen Leute. Chapelle brauchen wir für die ganze Zeit gar nicht mehr. Wann haben wir die denn das letzte Mal benutzt? So, ein Level noch, Leute. Ein Level noch. Nur noch dieses eine Level und wir haben noch alle Rasenmäher. Joy. So. Los geht's. Kommst du? Dort kommst du. So. Wunderbar. Vier Wellen sind das. Aber wir haben unsere Verteidigung schon fast vollständig. Gut so.
Wir haben es geschafft, Leute. Da kommt keiner mehr durch. Egal, wie viele es sind. Und wir haben für den Notfall immer noch die Titanlinse und die Jalapeno. Können wir noch ein bisschen reparieren? Hier haben wir alle, da sind alle, Walnüsse sind repariert. Dann setzen wir es einfach so noch kurz der Kartoffeln hin. Doch toll, Leute! Ha. Wir haben es geschafft! Leute, wir haben es geschafft! Das war die letzte Welle! Und es ist, abgesehen von der ersten Welle, glaube ich, kein einziger Giganter mehr gekommen. Wie viele wollen denn jetzt noch kommen? Ja, wir haben es geschafft, Leute! Speichern und beenden! Level 30! Geschafft! Endlich ist der Neo Mixtape Tour durch! Ah, greatest Hits! Wir haben sie gehört! Ah, super! Zengarten! Der rote Stachler ist fertig. Und stattdessen bekommen wir jetzt die Walnuss. Wir haben über 1000 Sprösslinge, Leute. Über 1000. So, dann gehen wir jetzt in den Shop. Wir kaufen uns jetzt nämlich noch das Kostüm für die Feldrübe. Und dann kaufen wir uns noch das Päckchen für das Seerosenblatt. Er hat nicht ganz gereicht. 10 fehlen noch. So, und jetzt kommen wir zum Jurassischen Moor, Leute. Aber das wird auch schwierig, denn mit den Dinosauriern, glaube ich, ist das nicht so zu spaßen. Und danach wird es doch ein bisschen schwieriger mit dem Riesenwindstrand und der Moderne. Aber nur noch diese drei Welten und der Vasenbrecher-Endlos-Modus und wir haben es geschafft. Na gut, Leute, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao!